kommt jetzt von Patrick Held. Was würdest du sagen, wenn du 3 Minuten in deinem Leben bekommst, um das Leben von deiner zukünftigen Familie, dir selbst und deinen Freunden zu retten? Was würdest du sagen, wenn du 24 Jahre jung wärst, deine Kinder mit 25.000 Euro Schulden pro Kopf geboren werden und du einer globalen Klimakatastrophe ins Auge schaust, die jeden dritten Weltkrieg lächerlich erscheinen lässt? Ich sage dies. Mein Name ist Patrick, ich bin 24 Jahre alt und ich trete hier an, weil ich glaube, dass das Wort Wahl nur dann das Wort Demokratie verdient, wenn es eine echte Wahlalternative gibt. Und gemeinsam mit euch möchte ich 2013 die Wahlalternative für all jene Menschen in diesem Land sein, die nach gelebter Nachhaltigkeit und nach frischem Wind in der deutschen Politik dürsten. Ich bin dabei ein Getriebener meiner selbst, denn ich kann nicht länger tatenlos mit zuschauen und abwarten, bis der Klimawandel mit all seinen geopolitischen Folgen und Kriegen mich, meine Generation, vielleicht meine zukünftigen Kinder, aber vor allen Dingen meine Freundinnen und Freunde in Entwicklungs- und Schwellenländern abschlachtet. Und so geht es mir nicht um mich, mir geht es nicht um Geld, mir geht es nicht um Macht, mir geht es darum, 2013 gemeinsam mit euch was zu bewegen. Und diese Urwahl ist gut, weil sie bringt uns gemeinsam nach vorne, weil wir haben nicht mehr viel Zeit, um die großen geopolitischen Probleme anzugehen. Und deshalb müssen wir das gemeinsam packen. Und ich will das mit euch schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Frage für Patrick Held kommt von Tintchen Licht. Würdest du, Klammer auf, im Falle des Falls, Klammer zu, mit den Linken und oder den Piraten koalieren? Ich würde sagen, das kommt darauf an, was sie uns für Inhalte anbieten, ja, weil wir müssen letzten Endes verantwortungsvolle Politik für die Menschen in diesem Land machen und das sind beides Parteien, die, wenn sie es schaffen, ordentliche Inhalte mal zu finden, ja, bei dieser World of Warcraft-Clique weiß man das ja noch nicht so genau, bei den Linken ist auch mal ein bisschen schwierig, ja. Ich bin da offen, ich lege mich da auch nicht fest und was ich auch ein bisschen schade finde bei dieser Urwahl, es geht ja nicht so sehr um die Inhalte, weil die Inhalte legt ja letzten Endes ihr fest und auch ihr legt als Partei fest, mit wem wir koalieren sollen und wem nicht. Ihr müsst hier in der Urwahl entscheiden, wen wollt ihr für euch kämpfen lassen und wen wollt ihr für euch ins Rennen schicken. Und ich möchte damit die Frage so beantworten, dass ich mit jedem gerne zusammenarbeite, der sich für gelebte Nachhaltigkeit und für die Werte der jüngeren Menschen in diesem Land einsetzt, weil ich glaube, dass die eben leider in einer überalterten Gesellschaft etwas zu kurz geraten. Und ich möchte ganz frech sein und die Themen, die heute angesprochen wurden, kurz zusammenfassen, weil ihr müsst ja letzten Endes eine Kontrastentscheidung treffen. Ihr wollt ja nicht nur wissen, diese eine Frage, sondern ihr wollt ja wissen, wofür steht der Mann, der hier vorne steht. Leider ein Mann, keine Frau, was ich sehr bedauerlich finde. Ja, dafür kommt, ja. Und ich kann euch sagen, ich fahre jetzt eine ganze Weile durch Bayern und besuche unterschiedliche Kreisverbände und bei der Europafrage, was ich ganz klar sehe, den Grünen, aber auch in Deutschland fehlt eine Vision, wo wir in Europa in 30 Jahren stehen wollen. Und die würde ich gerne gemeinsam mit euch finden. Und wenn ihr die absegnet, dann trage ich die überall hin, solange ich laufen kann. Weil ich glaube, dass Europa eine ganz wichtige Angelegenheit für unsere Zukunft ist. Aber eins ist mir dabei wichtig, und deshalb bin ich auch ein großer Fan von Martin Runge. Das darf nicht auf Kosten zukünftiger Generationen sein. Das darf nicht mit irgendwelchen Eventualverbindlichkeiten abgesegnet sein, die man leicht den Leuten verkaufen kann. Wir müssen immer die Partei sein, die einen Plan B hat und die einen nachhaltigen Plan B hat. Und wir müssen den Leuten sagen, was Europa kostet, auch wenn es vielleicht nicht jeder hören möchte. Und zu guter Letzt möchte ich mit euch dafür kämpfen, dass die Energiewende nicht unser einziges Thema bleibt, sondern dass wir den Menschen wirklich sagen, Energie allein ist nicht alles. Wir werden unseren Lebensstil ändern müssen. Wir dürfen unser
Glück und unseren Luxus nicht länger auf dem Elend anderer Menschen bauen. Und auch bei der Energiepolitik ist die Atompolitik noch lange nicht Geschichte, sondern wer möchte, kann gerne mit mir heute in den D-Zug steigen und nach Temelin fahren, denn die Europameisterschaft in der Bekämpfung der Atomenergie ist gerade erst eröffnet und wir haben noch viel, viel vor uns, um in Europa wirklich die Atomenergie einem Ende zu setzen. Dankeschön.